Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Visual Basic 2008 bzw. Visual Studio 2010 Tutorial von mir. Ich bin X360HDX und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Bildschirmlupe programmieren könnt. Dazu erstellen wir uns eine neue Windows Forms Anwendung, geben hier einen Namen ein und klicken auf OK. Dann wird hier die Form 1 erstellt. Das Ganze machen wir jetzt ein kleines bisschen größer. Und es wird werden von mir. Ja. Ja, die Startposition müssen wir nicht verändern. Ich mache jetzt einfach Bildschirmlupe. Und dann ja, so am besten. Sieht ganz okay aus. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Picturebox. Wo haben wir die Picturebox? Da haben wir die Picturebox. Dann brauchen wir noch einen Timer. Und das war's. Picturebox ziehen wir einfach ganz über das Feld hier. Und dann machen wir hier einen Doppelklick. Dann schreiben wir hier drüber Public Function. Capture Screen. Ach, by vol links s integer, comma by vol rechts s integer, Klammer zu, s bitmap, dann dim b S new bitmap C int picturebox 1 Punkt white 2 Komma picturebox 1 Punkt Höhe. Oh. Dim G S Graphics gleich Graphics Punkt from Image B, dann G Punkt Copy from Screen, Klammer auf, links, minus, Klammer auf, Picturebox 1, Punkt, wide, slash 4, Klammer zu, Komma, rechts, Bindestrich, Klammer auf, Picturebox 1, Punkt, halt, slash 4, Komma 0, Komma 0, Komma 0. B. Oh, zu viel. B. Komma B. Punkt. Size. Klammer zu. Dann G. Punkt. Dispose. Klammer auf, Klammer zu. Return. B. Na, B. So, dann Doppelklick auf den Timer. Und dann schreiben wir rein Picturebox 1.image gleich Capture Screen Klammer auf Mouse Position Punkt X, Komma MousePosition.y, Klammer zu. Dieser Code ist nicht von mir, der ist von unserem Partner und Admin Steve. Nur da es dazu noch kein Video-Tutorial gab, habe ich mir gedacht, mache ich das einfach mal. Das ist sein Code, nicht meiner. Und ja, jetzt werden wir das Ganze testen.
Also nicht, dass es nachher heißt, hier, ich klaue hier die ganzen Sourcen und so. Ich habe mir nur gedacht, ich mache das Tutorial jetzt mal für uns. Und dann funktioniert hier was nicht. Ja. Achso, ja. Wir müssen den Timer 1 natürlich noch auf Enable gleich True setzen und Interval gleich 1. Weil wir haben ja hier nirgendwo geschrieben, dass der Timer 1 starten soll. So, wie wir jetzt hier sehen, haben wir nur so ein kleines Fenster. Und das vergrößern wir jetzt noch, indem wir hier draufklicken und dann auf Size Mode, auf, na, Stretch Image war es, glaube ich. Yep. So, dann haben wir jetzt hier, können wir jetzt auch ganz gut zeigen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel die ganzen Dateien. Also jetzt haben wir hier unser Fenster hier. Und alles, was darin jetzt ist, wird halt vergrößert dementsprechend. Und ja, so geht halt eine einfache Bildschirmlupe. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen. Abonniert uns und so. Und bis zum nächsten Mal dann.